Eine neue Folge MT5. Heute gibt es ein Spiel zwischen den Rittern und den Dämonen. Viel Spaß. Ja, hier mal der Versuch, ein Spiel, das ich nebenbei habe aufnehmen lassen, nachzukommentieren. Ich werde versuchen, immer einfach das Video durchlaufen zu lassen und in der Aufnahme auf Pause zu drücken, wenn ich nicht mehr rede und nichts mehr passiert. Beziehungsweise im Video auf Pause zu drücken, wenn ich noch mehr reden möchte. Und dann schauen wir mal, wie gut das Ganze funktioniert. Jetzt lege ich aber erstmal los mit dem Video. Das ist jetzt eigentlich fertig. So, loslaufen. Genau. Ja, der Ritterspieler hat schon einen Zug gemacht. Hat mit einem Vierer und zwei Dreiern angefangen und entschied jetzt zu. Ja, ich glaube, ich mache direkt schon mal Pause. Vierer und drei Zweier finde ich nicht so stark wie fünf Zweier. Da man mit fünf Zweier im ersten Zug direkt mit der Regel hier zu den Waffen, oder wie sie heißt, zwei Zweier zu Dreiern aufwerten muss. Und dann halt einen direkt zum Vierer aufwerten kann. Und da hat man auch drei Dreier und einen Vierer, aber halt noch einen Dreier dazu und quasi nur einen Zug weniger, den man halt noch für die Aufwertung benutzt, aber direkt eine Dreier-Kreatur mehr. Finde ich ein bisschen stärker. Die Variante geht aber auf jeden Fall auch bei den Dämonen. Zwei Dreier und Vierer finde ich super stark. Man sammelt direkt von Anfang an Triggerpunkte und die Dreier haben halt diese super wichtige Funktion, sich, wenn sie sich aufeinander bewegen. Dann können sie zu einem Sechser verschmelzen, der direkt eine Aktion bekommt. Das heißt, er kann entweder wen anders schlagen und, oder halt sich zu einem Zweier und einem Vierer direkt wieder aufsplitten, wo man dann gegen Dreier-Kreaturen gute Falle stellen kann, wenn man sich quasi verschmelzt aufspaltet. Und dann muss der Zweier geschlagen werden und der Vierer kann dann den Dreier schlagen. Genau, und was halt auch meinen Regeln für gute Aufstellung entspricht, sie sind schnell. Sie können sich direkt zwei Felder bewegen. Das heißt, die kommen, obwohl man zwei Kreaturen hat, dann auch schnell zum Gegner in die Hälfte. So, jetzt lasse ich das hier mal wieder laufen. Und ja, wir sehen erstmal Schilder gehen vor, Jäger gehen vor und noch Triggerpunkte werden gesammelt. Hier hat der Ritter wieder sogar einen Triggerpunkt gestern. Mal schauen, ob sie das gleich noch nachholen. Oder sogar zwei schon. Das ist natürlich nicht so gut. Mal schauen, ob sie das noch nachholen. Das ist was, wo man immer darauf achten muss. Im richtigen Leben mache ich tatsächlich so, dass ich immer bei den Völkern, die jeder mit dem Triggerpunkt kommen, einen Finger auf meine Triggerpunkte-Leiste leere. Mein ganzes Leben, wenn ich daran denke, weil ich sonst in den Figuren schon die ganze Zeit drin bin und wenn mein Gegner den gezogen hat, meinen Zug direkt machen möchte und das dann vergesse. Oder sie haben schon einberechnet, ja, okay, er hat vermutlich schon einberechnet, dass er jetzt den Feldherrn rausnimmt, dafür zwei Triggerpunkte verliert und ein erstes Schwert und die ersten Schwerter reinsetzt. Dann stimmt es auf jeden Fall wieder. So, die Schwerter wurden reingesetzt. Und der Dämonenspieler geht da dran, zieht jetzt zu den Schwertern hin, um diese zu bedrohen. Wenn ich es richtig gesehen habe, wurde jetzt ein kleiner Fehler gemacht. Insofern, dass der ein Schwert auf der Stelle des Kommanders steht, das geht eigentlich nicht, da man zuerst die Schwerter reinsetzen muss und dann den Kommander wegnehmen. Und genau, als Reaktion auf den Angriff vom Dreier quasi wurde hier jetzt das Schwert zum Zweier aufgewertet. Was man auch über die Aufwertung von den Einsern machen könnte, den anderen wegnehmen, dann hätte man die anderen Einser noch bewegen können, aber braucht man auch nicht unbedingt. Und im nächsten Zug wird dann entsprechend gleich eins der Zweier von dem Dreier aufgewertet, wenn Ritter da muss man jetzt als Dämonenspieler schon dran denken. Okay, der Dämonenspieler geht einfach mit seinen. Oh, oder nicht? Okay, ja, quasi live. Ich sehe es auch zum ersten Mal. Okay, sie haben jetzt schon irgendwie Schwert und Schild aufgewertet. Das hätte eigentlich erst nächste Runde passieren müssen. Jäger geht vor. Ja, okay, macht jetzt mit dem Schwert keinen Unterschied. Schild drückt Jäger zurück. Moorhexe kommt vor. Und es wird so ein weiteres Schild aufgewertet. Und direkt der Speer. Das verstehe ich nicht ganz, wieso sie das hier gerade so spielen. Ich habe hier gerade nochmal die Karte eingeblendet. Genau, da steht halt. Wenn zu Beginn deines Zuges du drei oder mehr Schilder hast, nicht sofort. Aber macht jetzt auch nicht wirklich den Unterschied. Vielleicht haben sie es einfach so gespielt, damit sie es nachher im nächsten Zug nicht vergessen. Gibt dem Dämonenspieler dann natürlich schon ein bisschen mehr Informationen. Deswegen sollte man es eigentlich erst zu Beginn seines Zuges machen, damit man dann noch auf den Zug des Dämonenspielers reagieren kann. Der hat seinen Dreier hier mal etwas mehr in Sicherheit gebracht. Und ja, ich gehe wieder in Vollbildmodus und wir gucken mal weiter. Das Schild zieht Richtung Moorhexer. Der Jäger zieht zur Seite. Ein Speer wird wieder zum Kommando aufgewertet, was natürlich super ist, um wieder Triggerpunkte zu bekommen. Das ist echt bei den Rittern. Muss man immer dann denken, ob man wirklich jetzt irgendwie noch mehr Druck aufbauen muss. Oder ob man die Zeit hat, nochmal einen 3 zum 4 aufzuwerten, um sich die Triggerpunkte einfach über die nächsten Züge zu schaffen. Denn mit denen werden die einfach nochmal gefährlicher. Die sind auch ohne schon sehr gefährlich, aber mit denen sind sie gefährlicher. Okay, jetzt sehen wir hier genau die Fusion von den Dämonen und ich vermute direkt mit einem Split in die Seite vom Schild rein. Mit dem Vierer. Der Zweier steht immer da, wo der Dämon wäre dann. Ich vermute, dass er den jetzt nach vorne hin splitten wird. Nein, okay, er zieht ihn einfach zur Seite. Interessant. Mal schauen, was jetzt der Knight-Spieler macht. Würde jetzt erstmal einen Triggerpunkt bekommen auch. Ja. Der Knight-Spieler hat einfach das Schild oben rechts bewegt in Richtung der Moorhexe. Kann die natürlich jetzt lustig vor sich herziehen. Vielleicht hat er lieber das Schild vor die Moorhexe quasi geschoben. Dann ist zwar ein bisschen sein Rücken mehr zu dem Finsterdämon, aber der braucht ja ewig, bis er da ist. Und hätte die Moorhexe halt Richtung Rand viel schneller geschoben bekommen. So, jetzt sehen wir hier den Split in 2 und 4. Und, aber man sieht jetzt schon, der Ritter-Spieler hat sehr viele Figuren auf dem Brett, schon seine Schilde ein bisschen in Position, um die Moorhexe zu bedrohen. Sammelt fleißig Triggerpunkte. Also ich bin mal gespannt, ob der Dämonenspieler, der jetzt auch noch nicht so mega viel Druck ausgebaut hat, wir sehen die Aufwertung zum Vierer, gibt dann noch mehr Triggerpunkte und die Möglichkeit, wieder ganz viele erste Schilder ins Spiel zu bringen und die Aufwertung zum Fünfer, um da unten die Vierer bedrohen zu können, vermutlich. Bringt von. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Da ich kurz Pause machen musste, um auf eine bestimmte Situation hier hinzuweisen. Und zwar hatten wir gerade noch zwei Vierer da stehen und der eine wurde zum Fünfer aufgewertet und das war, glaube ich, jetzt einfach ein. Lag daran, dass der Ritterspieler hier in den Regeln nicht ins Fest war, beziehungsweise halt diese Interaktion nicht ganz gesehen hat. Denn hätte er den anderen Vierer zum Fünfer aufgewertet, wäre alles gut gewesen. So kommt jetzt, also kann jetzt die Besessene zwischen den Fünfer und den Vierer gehen und der Vierer muss ihn schlagen und der Fünfer darf ihn nicht schlagen. Vermutlich war hier die Idee des Ritterspielers, wenn die Besessene zwischen Sammler und Commander steht, mit dem Brandhirsch zu schlagen, aber eine angrenzende Kreatur nur schlagen. Und der Hirsch, der ja diagonal steht, ist halt nicht angrenzend. Deswegen sehen wir jetzt vermutlich, dass die Besessene zwischen Sammler und Commander zieht und mal schauen, wie der Ritterspieler dann reagiert. Er muss dann halt die Besessene schlagen und wird in Folge vom. Vorher am Sonnen geschlagen werden. Schauen, ob er jetzt versucht mit dem. Ja, okay, versucht mit dem Brandhirsch zu schlagen. Ja, und jetzt reden sie vermutlich kurz drüber.
Ja, und jetzt genau muss mit dem Commander geschlagen werden. Ich weiß, ich habe ja nicht zugehört, das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob sie kurz überlegt haben, ob er das anders machen musste oder diese Gruppe zugezogen oder wie es das wäre jetzt mein Ansatz in so einer Situation im Folterspiel. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht hat er auch gesagt, nee, gezogen. Also der dritte Spieler, so kann ich es mir besser merken, wenn ich einmal reingetappt bin. Genau, und es ist auf jeden Fall jetzt in der Situation, wo zwar der Dämonenspieler deutlich mehr Figuren, deutlich mehr Siegpunkte hat, aber der Ritterspieler ist immer noch nicht in einer schlechten Position. Er hat immer noch viele eigene Kreaturen und viele gefährliche Kreaturen auf jeden Fall noch. Und gerade mit den Rittern kann man auch schnell nochmal ein Comeback feiern. Ich glaube, das ist sogar so eine der Fraktionen, wo ich finde, dass man am einfachsten Comeback feiern kann. Okay, Fünfer haben sich ein bisschen bewegt. Und jetzt wird nochmal ein bisschen mehr gedacht für beide Spieler, wie es da gehen soll. Es wird einer zum 2 aufgewertet, auch hier direkt wieder die Aufwertung zum 3er, was eigentlich erst am Anfang des nächsten Zuges passieren würde. Und der Sammler setzt einen Wicht rein. Und hier ist natürlich toll, dass der Dämonenspieler noch so viele Triggerpunkte übrig hat, denn er kann jetzt den Wicht schnell zu einer 2 aufwerten und dann schnell zu einer 4 aufwerten oder halt mit der 2 dann andere Figuren anlocken, da er halt einfach noch so viele Triggerpunkte zur Verfügung hat. Ja, hier wieder Aufwertung zum 2 und in der nächsten Runde wäre dann eigentlich erst der 3er dran gewesen. Ist in dem Spielbericht jetzt einfach so, wie gesagt, macht keinen großen Unterschied. Gibt im Gegensatz dem Dämonenspieler quasi noch einen Vorteil, da schon weiß, welcher 2er zum 3er aufgewertet wird. Noch ein Wicht, wenn man nur 2 Figuren hat, schadet das nicht, einfach ein paar Figuren einzusetzen. Sie sind ja auch durch den 5er gedeckt, vor allem, was nicht selber ein 5er ist oder ein 6er und können halt auch entsprechend aufgewertet werden zu 2ern, wenn sie so leicht, wenn sie im nächsten Zug erst bedroht werden und dann kann man sie im Notfall halt auch mit dem Zauber von der Moorhexe wegbewegen. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit, mit 3 Feldern kommt man dann halt auch schon weit weg. So, jetzt wird die Moorhexe weitergeschoben. Hätte er eben das Schild vor die Moorhexe gestellt, hätte sie jetzt halt schon auf dem Rand gehabt und dann hätte sie auf jeden Fall reagieren müssen. So schiebt er sie jetzt rein Richtung seines anderen Treuschilds, aber das dauert halt viel, viel länger. Also immer versuchen, möglichst die zum nächsten Rand zu schieben einfach und nicht Richtung Mitte. Der Dämonenspieler zaubert, um die Besessene schnell aufzuwerten, wie ich eben gesagt habe. Das geht halt dann in 2 Zügen zu einer, von einem Wicht zu einer Moorhexe. Ist jetzt nicht die super schnellste Aufwertungsreihe, die es so gibt bei den Völkern, aber nicht schlecht. Okay, jetzt wird der Wicht angegriffen. Vom Schild könnte die Moorhexe jetzt runterziehen, denn dann kann das Schild sich nicht so ausrichten, dass, dass es vor beiden Angriffen beschützt ist. Mal schauen, ob das jetzt auch passiert. Nee, stattdessen kommt die Aufwertung zum 6er, der muss der Randfisch erstmal nachziehen. Hätte auch nur nach hinten oder rechts diagonal sonst wegziehen können. Und ein Split ergibt jetzt noch keinen Sinn, dann bräuchte man eine 3er-Figur daneben. Das ist auch eine tödliche Kombination, 3er neben 6er-Figur bei den Dämonen. Denn genau, gerade wenn man dieses Aufwertungs... Jeder wertet sich auf bis zu einem 6er. Und wenn ich dann einen 3er daneben stehen habe, bei den Dämonen geht das halt schon für den Gegner nicht, weil ich mich dann sofort splitten kann. 6er muss schlagen, 3er schlägt. Und man hat sehr viele Punkte bekommen. Ja, tatsächlich ist jetzt der Zug gekommen mit der Moorhexe daneben, was den Vorteil hat, dass man die gleichen 2 Treuer aufspalten kann. Und dann steht der 2er neben dem 6er, dann braucht es einen Zug, bis der 3er neben dem 6er steht. Und wenn dann der Gegner noch nicht aufgepasst hat, dann ja, hat er, wie gesagt, ist er seinen 6er los. Mal schauen, da oben, die versuchen jetzt das Schild zu, oder das Schild, also die Moorhexe zu zerdrücken. Das wäre jetzt zum Beispiel ein super Ding, wenn man noch ganz viele Triggerpunkte hätte, wenn man seine Kommando noch hätte als Ritter. Dann könnte man, solange man nur bewegen möchte, gleichzeitig quasi das Schild oben und noch eine andere Figur bewegen. Wir sehen hier den Split in die beiden Besessenen. Und wie gesagt, wenn jetzt die obere Besessene zu einer 3 wird, dann wird es ganz gefährlich. Dann muss auf jeden Fall der Ritter weg. So, die eine Besessene wird weggeschoben. Und hier sehen wir jetzt, ne, wenn die in Gefahr sind, kann man auch einfach mal die 3 Punkte und den Würfel ausgeben, um die zu bewegen. Bis zu 3 Felder. Jetzt hat man, was gegen die Ritter sehr stark ist, hier entsprechend 4 Steine aneinander. Das heißt, die können nicht mehr geschoben werden. Er oben schiebt weiter die Moorhexe zusammen. Jetzt ist natürlich, ne, wenn man jetzt mit 3 aufwertet, neben dem 6er, dann hat man schon eine ganz. Ah, okay. Interessant, dass jetzt da aufgewertet wird. Aber ich, also das Schild gibt natürlich auch 5 Punkte. Vielleicht sollte die Falle nicht offensichtlich aussehen. Genau, unten wird auch zu einer 3 aufgewertet. Jetzt kann man da natürlich auch wieder bis zu 6er aufwerten. Und der Ritterspieler muss quasi wegziehen oder mitmachen, aber wenn er wegzieht, verliert er auch wieder ein bisschen Druck quasi und hat man eine höhere Figur mehr. Aber okay, jetzt kommt die Aufwertung zum 3er. Ja, okay, bedroht jetzt natürlich auch. Jetzt hat man es quasi super, ne? Also das war jetzt noch schlauer, als ich vielleicht gesehen habe direkt. Dafür brauche ich nochmal zu erklären. Dadurch, dass er zuerst hier den 3er aufgewertet hat, hat er das Schild bedroht. Okay, das heißt, der richtige Zug wäre gewesen, mit dem Schild wegzuziehen. Ich überlege gerade, okay, wenn man sich halt entsprechend so ausrichtet, dann hierhin ausrichtet, ist man noch sicher in der Runde und kann dann auch vom Jäger nicht verfolgt werden. Aber jetzt in der Situation halt, wo man die 2 Dreier hat, dadurch, dass er auch aufgewertet hat, bedroht man halt einerseits durch die Fusion auf dem 6er und schlage den Dreier für 6 Punkte, aber auch durch den Split den Ritter mit, er muss die Besessene schlagen und wird vom 3er geschlagen. Das heißt, wie viele Punkte haben wir schon? Und wir haben schon so viele Punkte, dass man durch den 6er direkt gewinnt. Das heißt, ich glaube, es ist jetzt gar nicht mehr zu verhindern. Also mal schauen, wie es weitergeht. Der Dämonenspieler muss das natürlich dann auch sehen, aber ich glaube schon, dass es ein Plan war, denn diese 3er- und 6er-Kombination ist was zumindest in meinen Spielen relativ häufig ich versucht habe zumindest. Ja, gucken wir mal. Es wird auch lange überlegt, vermutlich um noch einen Ausweg zu finden. Mal schauen, ob da ein Ausweg gefunden wird, den ich jetzt nicht gesehen habe. Okay, der 3er zieht weg und jetzt sollten wir auf jeden Fall den Split vom Fensterdämon sehen. Ja, da kommt er. Und ja, dann wird das jetzt das Spiel gewesen sein. Dann der Ritter muss die Besessene schlagen. Nein, man muss er nicht. Oh, hier kommt's wieder. Ich habe alles falsch berechnet. Da steht ja noch ein kleiner Wicht. Das heißt, vielleicht habt ihr das schon vorher gemerkt. Ich merke es erst jetzt, wo es nicht passiert. Die Besessene ist noch geschützt durch den Wicht. Das heißt, wir haben noch einen Zug frei. Okay, das ist jetzt natürlich dann der Zug, wo man sagt, ich sichere mir noch möglichst viele Siegespunkte, denn jetzt kann der Wicht halt wegziehen und dann ist das Spiel zu Ende. Und dann geht es 10-8 aus. Also ich glaube, das war jetzt, der versucht sich noch möglichst viele Siegespunkte zu sichern.
Ne, der Ritter schlägt, mal schauen, ob es jetzt noch 16 und dann wird er vom Dreier geschlagen. Jetzt kommen die 10 Siegpunkte. Okay, ja, das war Ritter gegen Dämonen. Ich glaube, man hat ganz gut gesehen, so die Fallen, die Dämonen stellen können. Von den Rittern waren ja ein bisschen zu wenig mit Schwertern und Schilden Druck gemacht und vor allem mit dem Commander. Ne? Wir haben die Commander-Fähigkeit kein einziges Mal gesehen, dass gerade wenn man halt die Commander häufig splittet, zuerst in Schwertern auch ein bisschen schwierig. Das ist was, wo ich glaube, dass man eigentlich darauf achten muss, dass man sich seinen Commander behält, ein Tick in Tempo vielleicht dafür rausnimmt, die Triggerpunkte bekommt und dann kann man ja mit dem Schwertern schnell wieder Dreier machen, daraus dann auch wieder Vierer und den dann splitten, dass man quasi erst den zweiten Feldherrn splittet und sich den ersten behält und dann kann man halt mit den Schwertern und den Schilden nochmal viel mehr Druck machen. So, das war jetzt der erste Bericht, den ich irgendwie so einfach aus einer Aufnahme kommentiert habe. Es waren jetzt halt auch ein paar Spielfehler drin, wobei das passiert eigentlich immer. Hier war es jetzt, denke ich mal, nichts, was irgendwie das Spielgeschehen extrem beeinflusst hat. Das freut mich schon mal. Aber ihr seid jetzt natürlich gefragt. Was hat euch an diesem Spielbericht gefallen? Was habt ihr auch so von der Aufnahmetechnik her? Ich habe jetzt die neueren, die ich aufgenommen habe, immer im Querformat, damit das Spiel ein bisschen größer ist. Könnt ihr ja dann auch mal reingucken, wenn die online gehen, was euch da besser gefällt, da würde mir Rückmeldung gefallen. Und auch sonst vom Kommentierstil, wie das jetzt mit dem Pausieren war. Ich weiß, es sah jetzt nicht immer super hübsch aus, da hier der VLC-Player noch irgendwie unten reinragte. Ja, da würde mich einfach mal interessieren, was ihr gut fandet, was ihr verbessern würdet, was euch interessiert, was ihr euch wünscht an Content für Dice War. Denn die Community wächst gerade relevant und ich würde das gerne unterstützen. Und die Community seid im Zweifelsfall ihr, wenn ihr gerade zuschaut. Deswegen möchte ich euch unterstützen. Deswegen lasst mich wissen, wie ich das am besten machen kann. Und bis dann, habt viel Spaß.